Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr Lust habt, mit mir gemeinsam die Disney-Produkte auszuprobieren. Ihr habt euch das auch gewünscht und ich habe mir ein paar Sachen geholt. Es gibt gerade von Essence und auch von Catrice eine neue Disney-Kollektion. Einmal mit Winnie Pooh, das ist bei Catrice, und einmal hat Essence Mickey Mouse. Ja, also richtig süße Sachen, und ich habe mir so die Sachen geholt, die mich am meisten interessieren. Also ich habe mir auf gar keinen Fall alles geholt, weil was will ich mit allem? Ne? Ich habe hier mir wirklich nur das geholt, was mich interessiert. Ich habe jetzt gerade die Augenpatches drauf. Ihr seht das, ne? Die rutschen leicht runter. Das sind die Augenpatches, die es von Essence gibt. Ich zeige euch jetzt erstmal, weil die Augenpatches müssen noch ein bisschen drauf bleiben. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich gekauft habe, und danach schminken wir einen Look damit, ne? Also auf jeden Fall habe ich mir von Essence einmal diese Hydrogel Eye Patches geholt. Das sind 30 Stück, und zwar ist da die Minnie Maus drauf. Ich fand das so süß, und die Essence Augenpatches sind immer sehr gut, ne? Allerdings diese hier, die sind so mit Serum gedrängt, die rutschen mir die ganze Zeit runter. Das sind die einmal, ne? Ich habe es jetzt auch im Moment drauf, die sind aber richtig schön groß. Guckt mal, die gehen hier bis bei die Nase unten hin. Also die sind auf jeden Fall sehr, sehr schön, ne? Ich trage sie immer so rum, weil ich finde, ich brauche hier immer ein bisschen Unterstützung. Und ich zeige euch die mal. Das sind 30 Stück. Lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Die sind so süß gemacht. Guck mal, da ist eine Minimaus drin. So sehen die einmal von innen aus. Ich habe mir die Sachen alle bei Müller geholt, ne? Ich war dort vor Ort, weil ich nach Adventskalendern geguckt habe. Und da hatten sie das stehen. Also das ist einmal, sind die Augenpatches. Und da freue ich mich total, weil die sind süß, ne? Die sind halt limitiert. Und ich finde, sie hätten irgendwie ein bisschen mehr machen können um die Verpackung herum, dass es einfach ein bisschen süßer aussieht. Aber die Umverpackung ist auf jeden Fall, ja, total süß geworden. Und ich lasse jetzt das noch einen Moment drauf. Wie gesagt, es rutscht. Ich bin erstmal gerade nicht so zufrieden, weil normalerweise die von Essence rutschen nicht so stark. Ja, dann habe ich mir eine Lidschattenpalette geholt, und zwar von Winnie Pooh natürlich. Mickey Mouse hat mich jetzt nicht so interessiert. Ich fand dieses Winnie Pooh auf jeden Fall irgendwie süßer, und das hat mein Freund mit ausgesucht. Was ich schön finde hier hinten, das ist so ein bisschen erhaben. Also das haben die richtig schön gemacht. Seht ihr das, wo die Farben abgebildet sind? Ja, das ist einmal die Palette von innen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier im Spiegel ist auch nochmal sowas Ausgestanztes, also richtig schön. Und ich nehme jetzt mal die Folie runter. Ich habe mir die noch gar nicht genau zu Hause angeguckt. Ich hatte mir die nur in der Filiale angeguckt und fand sie sehr, sehr süß. Ich fand die Farben ein bisschen unspektakulär, und deshalb habe ich diese Lilane genommen. Die Lilane fand ich jetzt für den Herbst sehr schön, und ich stehe ja eh auf so lila Töne, und ich denke, die ist so ein bisschen kühler, die Palette, die hat mir sehr gut gefallen, ja. Also die ist auf jeden Fall zuckersüß gemacht, und ich überlege halt, ob ich mir die anderen noch hole, aber das weiß ich noch nicht. Dann habe ich mir zweimal von Catrice die Handcreme mitgenommen. Die fand ich einfach süß, und ich denke mir, die kann ich halt auch aufbrauchen, ne? Da ist einmal der IA und der Winnie Pooh drauf. Ja, das, ich weiß nicht, ob das zwei unterschiedliche Düfte sind. Ich habe es noch nicht probiert. Hier steht einmal Handcreme mit Milch-Cookie-Duft, und die andere ist mit Baumwollblütenduft. Aber die musste ich mitnehmen, weil die einfach so süß waren. Dann habe ich mir, obwohl ihr gesagt habt, ich soll es lieber lassen, hier die Highlighter-Beads gekauft. Das ist ein Highlighter, der ist halt in so einer Wabenform. Ich finde das total süß, und da sind halt solche Highlighter-Perlen drin. Da ist Winnie Pooh drauf. Ich werde es jetzt gleich mit euch zusammen ausprobieren. Wir gucken dann, ob das ist, weil eine Zuschauerin hat zu mir geschrieben, dass das auf jeden Fall ziemlich Schrott wäre. Aber ich habe mir gedacht, ich probiere es trotzdem aus. Und dann habe ich mir noch den Soft Glow Bronzer geholt, mit Winnie Pooh natürlich drauf. Und schaut mal, das ist der Bronzer. Einmal, es gab noch einen dunkleren, aber der hat mich irgendwie nicht so angesprochen. Ja, deshalb habe ich den genommen. Ist eigentlich zu schade, nur um ihn zu benutzen. Das ist auch so ein süßes Packaging. Also hier sind einfach die Sachen schön, weil die Verpackung super schön ist. Außerdem habe ich mir den Illuminating Primer mitgenommen. Der erinnert mich so ein bisschen an den von Winnie Pooh, den es schon mal gab. Und zwar, was war das? War das Wanna Be My Honey? Ich glaube, das war die Wanna Be My Honey Limited Edition. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es überhaupt schon mal Winnie Pooh gab oder ob mich das nur daran erinnert. Auf jeden Fall einmal den Illuminating Primer. Der hat so Goldflakes mit drin. Der ist auch von Catrice. Catrice ist eigentlich eher so die Marke, die ich gern mag aus der Drogerie. Deshalb habe ich mich viel für Catrice Sachen entschieden, und auch weil Winnie Pooh eben drauf ist. Von Essence habe ich mir einmal mit der Minnie Maus drauf das Relaxing Mood and Fixing Spray geholt. Ich dachte mir, das können wir auch super ausprobieren. Ja, da ist einmal Minnie Maus halt drauf. Das ist aber von Essence. Das habe ich mir auch mitgenommen.
Dann habe ich mir noch einmal diesen Pinsel hier von Catrice mitgenommen. Den habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Das ist auf jeden Fall ein Kabuki Brush, den man versenken kann. Und den fand ich auch so süß. Das ist einmal der Kabuki Brush. Und ja, den kann man hier so hochziehen. Ich finde den super toll, weil man den versenken kann, ne? Und den werde ich mit euch auch ausprobieren. Der ist ganz, ganz weich und der ist einfach zuckersüß, ne? Es ist einfach total goldig gemacht und von daher, also ich finde den cool und deshalb musste ich den mitnehmen. Außerdem habe ich mir von Catrice die Lash Changer Volume Mascara einmal mitgenommen. Ich kenne die zwar und ich brauche die auch eigentlich nicht unbedingt, aber hier ist halt auch Winnie Pooh drauf und ich habe mir gedacht, für den Look jetzt, damit ihr das dann auch mal seht, nehme ich es mit, ne? Von mir aus hätte ich es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Dann habe ich mir einen Bouncy Blush mitgenommen. Der hat mich super an den von MAC Cosmetics erinnert. Der ist mit Minnie Mouse drauf. Ja, hier finde ich halt das Design nicht so krass cool gemacht. Aber das ist so ein Bouncy Blush, ne? Und der erinnert mich an den von MAC, weil der ist so, also den kann man so ein bisschen eindrücken. Der von MAC ist aber ein bisschen bounciger. Der hier ist jetzt ein bisschen fester. Ich hatte die Tage schon mal reingedrückt, ja. Und genau. Der ist halt so ein bisschen pfirsichfarben. Der passt eigentlich nicht so ganz zur Palette, aber die anderen haben mich irgendwie nicht so angesprochen und ich wollte unbedingt Minnie Mouse drauf haben, also habe ich den genommen. Ja, dann habe ich mir noch einen Balmy Gloss genommen, das auch von Essence. Der hat mir von der Farbe gut gefallen. Das ist so ein nudefarbener Gloss. Back to Nature heißt der einmal. Ja, das ist von Essence. Der durfte mit. Von Catrice habe ich mir dann diesen Lippenstift mitgenommen. Da ist Tigger einmal drauf. Und da musste ich mich natürlich für diesen Nude-Ton entscheiden, ne? Weil ich mag Nude sehr gern. Und hier steht auch also diese Prägung, die hier drin ist auf dem Lippenstift. Das ist zu schön. Ja, und das war die Farbe 030. Und ich fand den halt einfach rein optisch super toll. Ich werde hier auf jeden Fall diesen Sticker noch abpitteln, weil also der Lippenstift sieht edel aus, aber der Sticker versaut's. Und dann habe ich mir noch dieses Lippenöl mitgenommen. Das ist so süß. Winnie the Pooh steht da drauf. Und das fand ich halt mit am süßesten. Das ist übrigens von Catrice auch, ne? Das ist ein Lippenöl, so ein Honiglippenöl. Das kommt hier mit so einem Applikator und das trage ich mir jetzt auch direkt mal auf, weil ich mache das immer ganz gern, bevor ich einen Look schminke, dass ich mir was auf die Lippen drauf mache. Es fühlt sich schon so ein bisschen an wie Honig, schmeckt auch ein kleines bisschen, habe ich das Gefühl, nach Honig, aber nichts Krasses, ne? Es fühlt sich aber sehr, sehr schön auf den Lippen an, super pflegend und ich denke, das werde ich im Alltag auf jeden Fall oft benutzen. Ja, das sind die Produkte, die ich hier habe, ne? Und ich würde sagen, also es gab ja auch noch Pinsel und sowas, ich musste auch noch mal gucken, was es online noch gibt, weil auf den Ständern gab es nicht alles. Ich würde sagen, ich nehme jetzt die Augenpatches mal runter. Die sind jetzt lang genug drauf, die Augenpatches und also ich finde, dass die auf jeden Fall gut sind. Kann man nichts sagen. Die haben Hyaluron mit drin und ja, es gefällt mir auf jeden Fall das Ergebnis. Ich sehe eh noch ein bisschen müde aus. Wie gesagt, es ist noch morgens ganz, ganz früh, aber ich wollte die Sachen gern austesten. So, ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Primer von Catrice. Wie gesagt, das ist ein Illuminating Primer und ich gucke jetzt gerade mal, der ist wahrscheinlich so ein bisschen gelartig. Ja. Der ist so ein bisschen gelig, seht ihr das? Also der ist relativ flüssig und ich denke, dass der schön frisch auf dem Gesicht ist. Oh, der riecht nach Honig, Leute. Der riecht nach Honig. Also der zieht schnell weg, ne? Ich habe den jetzt, also der ist ruckzuck eingearbeitet gewesen. Ein ganz kleines bisschen klebt der, aber wirklich minimal. Ich finde es schön, dass der sehr schnell einzieht und sich mit der Haut gut verbindet. Also der macht mir auf jeden Fall so erster Eindruck, einen guten Eindruck. Ich glaube, hier wird die Foundation auf jeden Fall sehr gut drauf halten. Glow sehe ich jetzt nicht so krass, ne? Also es ist halt, sind halt so ein paar kleine Goldschimmerpartikel mit drin, aber ich denke, das macht nicht so einen riesen Unterschied. Ich trage mir jetzt mal die Foundation auf und da nehme ich einfach hier von April Paris, die hatte ich mir letztens gekauft, die trage ich mir jetzt mal eben auf, ne, und das muss ich ja nicht hier vor der Kamera machen. Ich möchte auch nicht, dass das Video allzu lang wird. Ich habe jetzt schon im Anfang sehr viel geredet und deshalb trage ich mir das mal eben ohne euch auf und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn der Rest kommt. Ihr Lieben, meine Base ist soweit fertig. Ich habe mich jetzt noch bisschen an die Augenbrauen gemacht, damit die Augen ein bisschen Form bekommen und jetzt probieren wir den Bronzer aus. Das ist ja einmal der hier und das ist der Soft Glow Bronzer, das war der hellere. Es gibt auch noch einen dunkleren, ne? Also ich finde den sehr schön, der hat hier oben einmal so, ja, seht ihr das, so ein Goldrand, da ist so ein bisschen Schimmer mit drin. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ob ich da jetzt mit reingehe oder nicht. Auf jeden Fall ist das eigentlich zu schade, weil hier halt ein Pressing drin ist.
es ist eigentlich viel zu schade, hier reinzugehen. Ich gehe jetzt mal einfach komplett hier rein und guck mal, was der an Glitter mitnimmt, ne? Der riecht, der hat einen angenehmen Duft, aber ich weiß nicht, der riecht, glaube ich, nicht nach Honig. Also ich habe gedacht, der riecht vielleicht nach Honig oder so. Ja, ich habe mir ein bisschen was genommen. Ja, das dachte ich mir schon, ne? Die Farbe reicht für mich auf jeden Fall aus. Alles andere wäre einfach zu dunkel für meinen hellen Hautton und ich glaube, das schickt auch. Ich denke, das reicht, ne? Also der ist auf jeden Fall ganz schön. Ich gehe hier nochmal so ein bisschen hin, aber es kommt ja gleich auch noch Blush. Ich swatch euch den mal. Also der ist ganz zart, aber mit dem Schimmer, also das sieht man eigentlich auf dem Gesicht nicht. Das ist nur wahrscheinlich so ein bisschen Deko da dran. Ihr seht, ne, der ist ziemlich hell. Also man kann den aber gut aufbauen, finde ich. So sieht der aus. Vielleicht hätte ich mir doch den dunklen noch nehmen müssen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich meine, dass der ausreicht für meinen Hautton. Ne? Ja, von daher, also der bleibt auf jeden Fall bei mir. Ich finde den ganz gut. Der fühlt sich schön seidig an und sieht auch schön aus. Ist aber matt auf dem Gesicht. Also der ist jetzt überhaupt nicht glowy irgendwie. Finde ich zumindest. Ne? Die könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr meint. Also so ein kleines bisschen vielleicht. Ne? Da, wo das Goldene hinkam. Aber ist wirklich nicht der Rede wert. So, jetzt kommen wir mal zum Augen-Make-up, ne? Die anderen Sachen trage ich gleich mit euch auf. Ja, diese Palette hier einmal. Also es wird wahrscheinlich so ein eher lilaner Look, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt, wie die Palette ist von der Qualität. Ich fand ja die Paletten aus der Disney-Kollektion leider nie so gut. Also ehrlich gesagt haben die mich nie so richtig begeistert. Ich überlege jetzt gerade, womit ich anfange. Es ist gar nicht so easy hier. Ich würde direkt mal in diesen Little Moment hier oben reingehen, in diesen Ton hier. Schöne Pressing kaputt machen. Also die krümeln auf jeden Fall. Was ich schön finde, dass hier ein Spiegel mit drin ist. Ne? Das finde ich auf jeden Fall sehr praktisch. Und den setze ich mir mal hier oben einfach so ein bisschen in die Lidfalte rein. Ich glaube, der ist schön, der Ton, ne? Sieht gut aus, so für jeden Tag so ein bisschen. Bin halt bei den Disney-Paletten immer nur ein Fan von dem Design. Also die Paletten gefallen mir in der Regel von der Qualität nicht so gut, ne? Also da bin ich meistens, die Schimmertöne, das ist nicht so meins meistens. Ich finde, die sind so krümelig. Ich hoffe, dass das hier nicht der Fall sein wird. Also ich weiß auch nicht so richtig. Ich glaube, ich gehe jetzt mal direkt in dieses, hier unten diesen dunkelsten Ton rein, den hier. Und den setze ich mir auch hier hinten einmal rein. Und verdunkel mir das direkt schon mal so ein bisschen. So, ich habe es jetzt erstmal nur so ein bisschen ganz zart gemacht. Also die Farbtöne gefallen mir sehr, sehr, sehr gut. Ne? Also ich finde, das sieht richtig schön aus. Also da kann ich mir vorstellen, jetzt mit dem Lila, dass das auf jeden Fall gut zusammenpasst. Ne? Ich würde jetzt auch direkt schon, ich lasse das gerade mal so und ich würde direkt schon in einen lila Ton reingehen. Und zwar gehe ich in die Farbe You Okay rein. In die Farbe gehe ich rein mit dem Finger. So sieht die einmal aus und das setze ich mir jetzt hier einmal drauf. Ziemlich schwach, der Ton. Also der ist ziemlich schwach, der geht gar nicht so richtig vom Finger ab. Und das war bei den letzten LEs leider genauso. Ich habe das schon irgendwie vermutet, dass das so ein bisschen so wird. Ich versuche mir das mal mit dem Pinsel aufzutragen. Das ist so eine ganz blöde, komische Formulierung, die die hier haben. Mit dem Pinsel kommt auch nicht so viel runter. Mühselig irgendwie, mühselig. Deshalb gehe ich jetzt auch direkt schon mal in die Farbe Eore hier unten rein. Da ist auch irgendwie schon was rausgefallen und hoffe, dass der besser ist. Der ist auf jeden Fall ja so ein bisschen flockig. Den setze ich mir mal hier in die Mitte aufs Lid und hoffe, dass es nicht runterrieselt. Der ist auf jeden Fall ein bisschen besser, ja. Also lila ist eh schwierig bei Lidschatten aus der Drogerie, finde ich. Mich würde ja mal interessieren, ich muss jetzt mal gucken bei anderen, wie die Essence-Paletten abschneiden. Ne? Also die Catrice-Paletten sind eigentlich immer besser, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht so der Kracher gerade. Ich muss auf jeden Fall gut aussehen, weil ich muss gleich noch ein Video drehen. Und deshalb wäre es schön, wenn der Look was werden würde. Ja, ist jetzt nicht so der Kracher. Gehe ich in die Farbe Friendship rein. Das ist ein
eigentlich matter, aber mit Schimmer besetzter Ton. Der ist ganz interessant und den setze ich mir mal hier vorne rein. Ja, der ist ganz schön, aber auch nicht so stark pigmentiert. Ist aber ganz schön. Ich kann mir vorstellen, den aufs komplette Lid, das würde bestimmt auch gut aussehen. Ist aber nicht so krass deckend jetzt. Ja, ich weiß nicht. Sagt mir gerade alles irgendwie nicht so zu, ehrlich gesagt. Oh Mann. Ja, jetzt gehe ich in die Farbe Enchanted Blaze. Den hier. Den versuche ich mir jetzt auch, ja, ein Schimmerton, vielleicht ist der ein bisschen besser. Der ist auch so flockig, aber der ist so ein bisschen, der kommt mir so ein bisschen Duochrome-mäßig vor. Der ist so ein bisschen, ja, pink, pfirsichfarben, so ein bisschen schimmert der. Den setze ich mir mal hier vorne drauf. Oh nein, das ist auch so diese krümelige Qualität, ne? Das ist dieses furchtbar krümelige Zeug, was mir auch in dieser Ariel-Palette damals hatten. Ich habe mich von dieser Ariel-Palette genau aus dem Grund getrennt, weil die so gekrümelt hat. Also das ist keine gute Qualität, finde ich. Ich hasse ehrlich gesagt diese Lidschatten. Das ist nicht meins. Ich finde die ehrlich gesagt super schwer zu handhaben. Hier, das bleibt auch das meiste. Das ist diese Formulierung. Das bleibt da alles auf der Hand irgendwie kleben. Ich denke mir halt so, hätte ich das gewusst, hätte ich die Palette wieder nicht gekauft. Weil ich habe eigentlich bei den Disney LEs in letzter Zeit immer drauf verzichtet dann. Genau wegen dieser Formulierung. Versuche das jetzt nochmal mit einem Pinsel aufzutragen. Geht dann auch nochmal so ein bisschen, aber das ist nicht meine Palette, das merke ich schon. Zu der werde ich nicht greifen, auch wenn die Optik so süß ist. Pinsel geht's, aber es ist halt alles mühselig. Es geht, aber es ist mühselig. Wisst ihr, wie ich meine? Es sieht einfach nichts aus, ne? Man hat dicke Schichten auf dem Lid, damit man da irgendwie etwas hinbekommt. Das ist nicht so schön. Jetzt gehe ich mit dem Lila nochmal hier so ein bisschen drüber. Das rieselt alles vom Gesicht runter. Meine Güte, ey. Und ich presse hier schon auf meinen Augenlidern rum. Es rieselt alles runter. Hier sieht's aus, Leute. Bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen angepisst. Sieht echt alles kacke aus. Also ich weiß nicht. Sorry, Leute. Das gefällt mir nicht. Das ist super. Blendet sich auch alles sofort weg, wenn ich nochmal drüber gehe. Ich mag nicht mehr. Ich gebe mir jetzt noch die Farbe Family in den Inner Corner rein. Hoffe, dass die ein bisschen besser ist. Der Pinsel nimmt das gar nicht auf. Mit dem Finger brauche ich auch nicht probieren. Ich wollte es gut finden, aber es ist echt nett. Ich weiß nicht, also ich frage mich, die Leute, die gut finden, wie die damit klarkommen. Also wie die da einen schönen Look mitschminken. Ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen. Im Inner Corner, das geht, aber es ist halt auch ja ziemlich mühselig, das jetzt dahin zu bekommen. Ist aber okay. Ich gehe jetzt erstmal an den unteren Wimpernkranz. Dann gehe ich mal in die Farbe Just For You rein. Ne? Das ist dieser Pflaumenton, würde ich sagen. Und gehe in die Farbe, in die dunkelste Farbe nochmal rein und verdunkel mir das noch ein bisschen mehr. So, und das Ganze blende ich mir jetzt aus mit dem Farbton hier oben, diesem hier. Das ist die Farbe Toastful. So, und jetzt blende ich das Ganze noch mit der Farbe Every Moment oben so ein bisschen aus. Und nehme den Blenderpinsel, den ich zuerst benutzt habe, und dann blende ich hier oben zu raus, tue es noch ein bisschen aus. Ja, und jetzt gehe ich mit so einem kleinen Pinsel nochmal hier oben in die Farbe Remember Me rein. Das ist ein, ja, Schimmerton, aber in der normalen Formulierung, würde ich sagen. Also die sieht ganz gut aus und da nimmt der Pinsel das auch gut auf. Und den setze ich mir hier unten unter die Augenbraue so ein bisschen. Also der Ton funktioniert super, ne? Also da muss ich sagen, hier gehe ich einmal drüber und dann habe ich den Schimmer hier. Also die sollten diese Glitzertöne, sollten die von der Formulierung mal ändern. Ja, ich weiß ja auch nicht. Draußen sind die Vögel gerade, hört ihr das? Ich weiß ja auch nicht. Also ich würde jetzt nochmal in den Farbton Kindness reingehen, um dem auch nochmal eine Chance zu geben. Ich glaube aber, der ist auch ähnlich formuliert wie die anderen, krümelig. Und den würde ich mir jetzt hier auch nochmal aufs Lid geben, um nochmal so ein bisschen wenigstens so einen Pop drauf zu bekommen. Ich glaube, der Ton geht einigermaßen, ist aber auch von der Formulierung dieses Komische. Ne? Ich sag mal so, ich lasse es jetzt gut sein. Ja, leider ein Reinfall irgendwie bis jetzt. Also der Look gefällt mir so
eigentlich ehrlich gesagt, also ihr müsst überlegen, das war jetzt mit Mühe und Not. Ich glaube, ich habe jetzt 20 Minuten die Kamera laufen lassen, bis ich so weit war, dass wie es jetzt ist. 20 Minuten, Leute. Ich will morgens keine 20 Minuten brauchen, nur um meinen Lidschatten fertig zu machen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich würde sagen, ich ziehe mir jetzt einen Eyeliner und dann gucken wir mal die Wimperntusche an. So, meine Wimpern habe ich mir etwas nach oben gebogen und jetzt gucken wir uns die Mascara mal an. Ja, das ist eine Bürste, die ist ganz normal wie so ein Tannenbaumbürstchen, würde ich sagen. Also die ist auf jeden Fall nicht flexibel, die ist fest und das ist ein Faserbürstchen. Ne? Also ich mag die sehr gern, die Lash Changer finde ich auch ganz gut. Ich würde sagen, ich tusche mir jetzt die Wimpern mal und ja, da gucken wir gleich mal, dann könnt ihr mal sehen, wie die ist. Also die finde ich auf jeden Fall richtig, richtig gut. Das ist die Mascara mit einer Schicht und ich finde die mit einer Schicht auf jeden Fall schon schön. Und das ist die Mascara mit zwei Schichten. Also mit zwei Schichten ist die auf jeden Fall total schön. Ich mag die und das ist auch eine Empfehlung, die Mascara, ne, aus der Drogerie. Ich finde die wirklich gut. Die hat halt so ein angenehmes Bürstchen und ich finde, da datscht man nirgendwo gegen. Ich bin jetzt auch nirgendwo gegen gekommen, so wirklich. Und ja, ich finde die auf jeden Fall sehr, sehr schön. So, seht ihr den Look nochmal von Weitem, ne? Also es ist ja noch nicht fertig, aber ich finde, jetzt geht's, ne? Aber es ist halt, um zu diesem Ergebnis zu kommen, es ist halt ein bisschen schwierig. Jetzt passt natürlich der Blush absolut nicht so gut dazu, aber den trage ich jetzt trotzdem auf. Von Essence, den Bouncy Blush. Ich denke mir jetzt, als hätte ich vielleicht Essence kaufen sollen und dafür benutze ich jetzt den Kabuki Brush. Blush ist auf jeden Fall gut pigmentiert. Ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen hier drüber. Ja, der hat eine... Also der Blush gefällt mir, ne? Der hat eine super schöne Farbe. Der ist nur so leicht, also der ist nicht so... Der ist zwar gut pigmentiert, aber ich streife das nochmal kurz ab. Aber ich glaube, dadurch, dass der so eine leicht feuchte Formulierung hat, schaut mal, wie schön man den auftragen kann. Den Blush finde ich jetzt ehrlich gesagt richtig, richtig gut. Ich swatche euch den auch nochmal. Vielleicht hole ich mir den doch noch in anderen Farben. Ich swatche euch den mal hier hin. Also der ist auf jeden Fall schön. Der ist super cremig, guckt mal. Also der ist super, der ist gut von der Formulierung und auch ich finde den von der Farbe jetzt im Gesicht auch sehr schön, ehrlich gesagt. Ich glaube, da hole ich mir dann doch noch die anderen, aber der ist tausendmal besser wie die Lidschattenpalette. Vielleicht habe ich mich falsch entschieden und habe auf die falsche Marke gesetzt. Ich habe nämlich eher so ein bisschen auf Catrice gesetzt dieses Jahr. Ich habe mir noch ein paar Fake Freckles drauf gemacht, ihr kennt es ja von mir schon und jetzt testen wir mal den Highlighter. Und da bin ich jetzt richtig gespannt, weil ihr ja schon gesagt habt, dass der... grottenschlecht ist. Ich bin gespannt, ob der wirklich grottenschlecht ist. Also ich kann es mir vorstellen, weil, wie gesagt, wenn der so ist von der Qualität wie die Lidschattenpalette, dann verstehe ich das. So sieht das einmal aus und hier sind solche, ja, kleinen Honigfässer und Honigwaben drin. Also so sieht das aus. Das liegt hier nochmal, also es ist auch nicht so tief gefüllt, da liegt nochmal unten drunter so ein Schwamm. Da ist quasi nur so eine Schicht. Also der ist jetzt nicht so krass, wie man denkt, voll gefüllt. Und da gehe ich jetzt einfach mit meinem Pinsel rein und ja, nehme mal so ein bisschen was auf. Ich gehe einfach hier so durch, ne? Fällt auf jeden Fall schon das erste Teil raus. Das war mir klar. Und jetzt mal gucken, was der macht. Nicht viel. Okay, man muss anscheinend ein bisschen gröber an die Sache rangehen. Der hat übrigens drei verschiedene Farben, also Rosé, dann so ein bisschen dunkler und so einen goldenen Ton, aber so einen ganz hellgoldenen Ton. Also der macht nicht wirklich was. Sagen wir mal so, es war jetzt auch mühselig, das drauf zu kriegen. Es geht jetzt, ich zerbrösel das jetzt alles mal so ein bisschen. So, jetzt habe ich so ein bisschen Highlighter, obwohl ich das zerbröselt habe, ne? Ich swatche das mal hier hin, also ihr seht das wahrscheinlich eh nicht. Man nimmt das auch tatsächlich nur so ganz leicht wahr, also das ist auch kein krasser Highlighter, ne? Es ist auch, selbst wenn man das zerbröselt, ist das irgendwie komisch, keine Ahnung. Also der ist leider auch ein bisschen komisch und ich weiß ja auch nicht, Leute. Sieht jetzt nicht so krass aus. Ich habe zwar Highlighter drauf, aber das, was drauf ist, ist auch eher so ein bisschen gröber. Das sieht eher so ein bisschen, also das betont auch die Falten und Poren so arg, das, was man jetzt sieht. Aber man sieht es ein bisschen, ne? Ich will nicht zu viel meckern, man sieht es ein bisschen. Genau, so, jetzt würde ich mir einen braunen Lip Liner auftragen, weil Lip Liner habe ich mir keinen mitgenommen. Und um den, also so nude-farbenen,
um den auszutesten. Auf den Lip Liner gebe ich mir jetzt den Winnie Pooh Lippenstift drauf, beziehungsweise Lip Balm in der Nummer 030. Riecht der eigentlich auch, der riecht ein bisschen nach Vanille, habe ich das Gefühl. Und den gebe ich mir jetzt drüber. Ah, und der ist schön, der gefällt mir gut. Naja, sagen wir mal, der ist auch eher wie ein Lippenstift. Der ist jetzt schon balmig, aber ich finde, der ist auch lippenstiftmäßig. Ne? Der ist schon schön von der Deckkraft. Das ist die Farbe einmal. Der gefällt mir richtig gut. Also das muss ich sagen, der sieht schön aus auf den Lippen. Das ist jetzt genau mein Ding. Das Lippenöl ist übrigens auch ziemlich schnell. Also ich kenne andere Lippenöle, die viel, viel besser sind. Das Lippenöl ist relativ schnell von den Lippen runtergegangen jetzt eben. Also das war nicht so lang. So schön juicy auf den Lippen, fand ich. So, und oben drüber auf die Lippen gebe ich mir jetzt den Balmy Gloss von Essence. Und ich hoffe mal, dass der auch gut ist. Ich will mal dran riechen. Oh, der riecht aber gut. Der riecht richtig schön. Na, was riecht der denn? Der riecht richtig, richtig lecker. Und der ist so ein bisschen, ja, Kaffee-Latte-Farben, würde ich sagen. So sieht der aus. Also der hat auf jeden Fall eine schöne Farbe. So ganz leicht getönt ist der, nur so ganz leicht nude. Und der riecht nach irgendwas Süßem, habe ich das Gefühl. Also das riecht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und den gebe ich mir jetzt nochmal so ein bisschen oben drüber. Man sieht nicht viel, was wird halt einfach ein bisschen glossiger jetzt, aber der hat aber einen schönen dicken Applikator. Also ich muss sagen, der gefällt mir richtig, richtig gut. Da gucke ich vielleicht nochmal nach den anderen Farben. Sehr schön, auch der Duft gefällt mir und dass der hier so ein bisschen, ja, klobschiger ist, so ein bisschen dicker vom, ne, Packaging und so, das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Ja, und jetzt zum Schluss kommt noch einmal von Essence dieses Spray drüber. Das ist ein Relaxing Mood and Fixing Spray. Gucken, was hier drauf steht, Lavendel Scent, genau. Das hat einen Lavendelduft. Ich will gerade erstmal testen. Oh, das sprüht aber, glaube ich, ganz fein. Das gebe ich mir jetzt einfach mal oben drüber. Sorry für die Vögel draußen. Ja, das riecht irgendwie wie ein Lavendelbad, würde ich sagen, wie wenn man baden geht mit Lavendel. Das riecht ganz gut, hat aber einen sehr feinen, schönen Sprühstoß, finde ich. Also den finde ich auf jeden Fall gut. Ja, genau, das ist der fertige Look mit den Disney-Sachen. Ich suche euch mal ein Stückchen raus. Das wäre auf jeden Fall mein fertiger Look. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Look findet. Also ich muss sagen, ich finde ihn jetzt nicht so schlecht, ne? Aber da ich weiß, wie mühselig der Weg dahin war, vor allen Dingen mit der Lidschattenpalette und dem Highlighter, ja, muss ich mir überlegen, ob ich die Lidschattenpalette überhaupt behalten will, ehrlich gesagt. Also ich finde die Lidschattenpalette zuckersüß, aber ich finde die Qualität überhaupt nicht gut. Die hätten so eine krasse Qualität hier reinpacken können, ne? Aber, also für meine Fälle, ich rede nur von mir, ne? Es kann sein, ihr findet die auch wieder richtig gut. Ich bin halt kein Fan von dieser komischen Formulierung. Die matten Töne sind super, wobei die sich schnell ausblenden, finde ich. Die Schimmertöne sind wirklich, ja, ich denke, dieser hier und dieser hier, das sind andere Formulierungen, die sind gut. Das ist ja den ich zum Schluss benutzt habe. Und die anderen, die hier so krümelig gröber sind, das sind die furchtbaren. Ne? Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Töne davon drin. Ist halt echt blöd. Von daher, also die Palette ist für mich von der Qualität leider nichts. Den Bronzer finde ich gut, ne? Den hätte ich mir tatsächlich in der Nummer dunkler holen können, aber damit bin ich jetzt auch zufrieden für den Winter. Also den finde ich süß von Catrice. Die Augenpatches finde ich auch gut. Ich fand, die haben echt schön was gemacht, ja, also die gefallen mir, bis auf, dass die ein bisschen rutschen, aber das ist für mich jetzt nicht so schlimm. Und ja, der Highlighter von Catrice, der ist leider auch ein Flop, also den finde ich nicht gut. Selbst die Farbe an sich, wie das dann da rauskommt, gefällt mir persönlich nicht so gut. Also der erinnert mich wirklich sehr an so einen ganz günstigen Highlighter und der ist überhaupt nicht so fein. Also der gefällt mir halt auch, wie der auf dem Gesicht dann aussieht, nicht so gut. Der Blush ist super schön. Den würde ich mir tatsächlich auch in anderen Farben noch holen. Guckt euch den mal an. Also ich finde den voll gut. Easy peasy hat man schnell einen Blush drauf. Also ich finde den sehr, sehr schön, muss ich sagen. Der ist auch dem vom MAC tatsächlich ein bisschen ähnlich, ne? Muss ich echt sagen. Ja, dann die Lippenprodukte. Die Lippenprodukte, Leute. Das sind die hier. Also der Lippenstift ist super schön. Das ist der Tigger, wie gesagt. Die 030 finde ich total schön auf den Lippen. Das Lippenöl ist auch okay. Also das finde ich jetzt, hat halt nicht so lange auf den Lippen jetzt juicy gehalten, ne?
Aber ja, das finde ich auf jeden Fall total gut. Das kann man ja auch ein bisschen nachtragen. Und oben ist auch noch so eine Biene drauf. Seht ihr das? Also das ist total süß gemacht, das Lippenöl. Und das würde ich auch nochmal kaufen. Dieser Balmy-Klaus, den finde ich auch gut. Auch super in Kombi hiermit jetzt, muss ich sagen. Und mir gefällt der Duft gut. Ja, also da würde ich mir tatsächlich auch noch den einen oder anderen angucken. Das Fixing Spray hier von Mickey Essence gefällt mir auch gut. Also das hat einen super schönen Sprühstoß. Riecht leicht mal kurz nach Lavendel, wenn man das aufträgt, aber das verfliegt halt auch. Und der Primer, also ich muss sagen, die Foundation sitzt auch gut auf dem Primer. Muss sagen, ist echt nicht schlecht. Also das gefällt mir auch. Der gibt auch ein bisschen Feuchtigkeit. Also Fixing Spray und Primer finde ich gut. Die Mascara finde ich auch gut. Ich finde, die hat die Wimpern schön gemacht, ne? Ja, genau. Also das finde ich schon ganz schön. Der Pinsel ist auf jeden Fall auch gut. Also gerade so für den Blush fand ich den jetzt super. Also lediglich sind hier zwei Produkte, die mir nicht gut gefallen, ne? Also es geht eigentlich. Ich habe gedacht, es fällt ein bisschen schlechter aus eben, ehrlich gesagt. Also diese beiden Produkte würde ich euch nicht empfehlen. Alle anderen Produkte finde ich ehrlich gesagt gut, ne? Also ist auf jeden Fall für den Preis super. Und diese beiden Paletten, beziehungsweise der Highlighter und die Palette, würde ich euch jetzt nicht empfehlen. Jetzt testen wir noch die Handcreme aus. Und zwar die mit Winnie Pooh drauf. Das ist die nämlich mit Milch-Cookie-Duft. Und ich denke, das ist vielleicht auch interessant für euch, wie die Handcreme so ist, wie die riecht. Riecht auf jeden Fall, es riecht ein bisschen, es riecht nach Weihnachten. Man riecht dieses, also es ist auf jeden Fall ein Cookie-Duft, aber halt ein künstlicher, ne, ist ja klar. Ich finde den Duft sehr schön, also der ist sehr weihnachtlich, winterlich, finde ich gut. Die Handcreme fühlt sich super an, zieht auch direkt ein, also ich finde, dass die ganz gut einzieht und... Oh ja, die riecht gut. Also ist mein Geschmack, ne? Ich finde halt, ich mag halt auch diese künstlich süßen Düfte. Je nachdem, wie die sind, mag ich die ganz gerne. Ja, ist ganz schön. Riecht ganz zart. Und die andere, die gebe ich mir jetzt mal auf meinen Arm. Einfach, um mal zu gucken, wie die so ist. Da müsste man ja jetzt auch den Duft riechen können. Ja, also die riecht neutral. Also nicht neutral, aber die hat so ein... eher frischeren Geruch, ne? Also die finde ich auf jeden Fall nicht so gut wie die mit Winnie Pooh, aber ich denke, dass den meisten Leuten das hier gut gefallen wird wegen dem frischen Duft. Ja, mir gefällt auf jeden Fall die Winnie Pooh Handcreme besser, ja. Also die zieht auch gut ein, gibt gut Feuchtigkeit, fühlt sich schön seidig an. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch gut, ne? Die Handcreme. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video war nicht so negativ, aber ehrlich, wirklich, also ich ärgere mich da immer wieder drüber. Ich kaufe mir immer wieder diese Disney-Paletten und immer wieder sind diese Töne da drin Schrott. Ehrlich, also ich finde die nicht gut und ich finde auch den Look, ne, das ist halt, also der Look ist ganz gut geworden, aber das ist nicht das, was ich gedacht habe, was es wird, wisst ihr. Ich meine, ich habe mir so viel mehr erwartet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Produkte findet, falls ihr sie schon zu Hause habt und ob ihr euch die nochmal kaufen würdet und was ihr empfehlen könnt. Vielleicht für die anderen noch eine Empfehlung unten reinschreiben. Die Produkte bekommt ihr auch bei Cosmetic for Less und auch in anderen Online-Shops wie DM, meine ich. Rossmann hat sie, glaube ich, auch. Also ihr müsst mal gucken, wenn ihr die vor Ort nicht bekommt, ob ihr die dann online irgendwo bekommt, ne? Ja, und ihr Lieben, ich würde mich jetzt bei euch verabschieden. Dankeschön, dass ihr hier wart. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Thank you.